Heute verkürzter Handel in den USA, dementsprechend Volumina natürlich sehr, sehr gering, da machen viele Urlaub, aber das Auffälligste ist heute der Absturz von Gold oder der weitere Fall von Gold unter die 1800er Marke, damit auch unter die 200-Tage-Linie. 1800 war eine Unterstützung in Gold und das Interessante ist, dass ja gestern schon Bitcoin abgestürzt war, zweistelliger Kursverlust, größter Kursverlust seit März. März, damals Bitcoin abgestürzt, bevor die Aktienmärkte dann ein kleines Problem bekamen, nachdem sie die ganze Corona-Geschichte zu lange komplett ignoriert hatten. Heute, wie gesagt, ist Gold dran und es war gleichzeitig mit einem Absturz des VIX, des Volatilitätsbarometers des S&P 500. Zunächst mal hier sehen wir Gold, bums, das war eine ganz, ganz schnelle Bewegung. Zack, da ist plötzlich richtig auf die Tube gedrückt worden. Wir sind unter diese Unterstützung durchgeknallt. Da lagen wohl auch Stops in diesem Bereich von 1800 Dollar, aber gleichzeitig eben auch der VIX abgestürzt. Interessanterweise jetzt der VIX so tief wie seit Februar nicht mehr, dazu gleich mehr. Schauen wir uns aber zunächst mal an, was vielleicht bei Gold so ein bisschen das Problem ist derzeit. Eigentlich ja ungewöhnlich, wir kommen gleich dazu, der Dollar ist weiter schwach. Normalerweise ist ja, naja, zumindest eine gewisse Beziehung zwischen starken oder schwachen Dollar und dem Goldpreis. Jetzt ist der Dollar schwach und dennoch ist auch Gold schwach. Liegt natürlich auch an dieser Impfstoffhoffnung, die da ist, sodass man sich sagt, naja, okay, wir brauchen jetzt keine Flucht in den sicheren Hafen mehr. Und wir sehen, wir hatten ja in der vorletzten Woche die größten Abflüsse seit dem Jahr 2016 aus Gold-ETFs. Und sehen heute oder sehen jetzt in dieser Woche weitere Entnahmen. Also irgendwie derzeit Gold unsexy. Noch vor ein paar Wochen, da war es doch so, Gold, glänzende Perspektiven, kann nur steigen. Und Gold hat ja wahrscheinlich on the long run auch sehr, sehr gute Perspektiven. Warum, will ich Ihnen gleich zeigen. Zunächst nochmal aber hier. Die Zentralbanken, die waren natürlich oder sind natürlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor für den Goldpreis. Und wir sehen, die haben jetzt das erste Mal auf die Verkäuferseite gewechselt, nachdem sie zuvor meistens oder in den Monaten, Jahren zuvor Gold akkumuliert hatten. Also da hat sich was geändert, da kommt keine Unterstützung mehr. Aber Unterstützung müsste doch eigentlich vom Dollar kommen. Wie gesagt, schwacher Dollar. Und jetzt haben wir die Situation, dass im Jahr 2020 21% aller jemals produzierten Dollars gedruckt worden sind, elektronisch, so darf man vermuten. Jedenfalls ist das eine immense Ausweitung der Geldmenge. Normalerweise natürlich ein Top-Argument für Gold, dass er nicht beliebig vermehrbar ist. Und Zinsen haben wir ja auch keine mehr in den USA. Normalerweise ja ein Nachteil für Gold, wenn die Zinsen hoch sind. Dagegen müsste es doch gut sein, wenn die Zinsen bei Null sind, was ja praktisch in allen entwickelten Volkswirtschaften der Fall ist. Hilft aber derzeit dem Gold nicht. Hier sehen wir mal den Dollar. Index in einem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren. Und wir sehen, das ist hier ein 4-Stunden-Chart, es geht eigentlich konstant nach unten seit Anfang November. Und wenn wir uns das größere Bild im Dollar-Index mal anschauen, dann sehen wir ja, also das ist nicht gerade Stärke. Da sind wir jetzt am Kämpfen und sind sogar schon drunter gefallen, unter die Unterstützung von 92. Da ist also Dollarschwäche derzeit der Fall. Das unterstützte die Aktienmärkte. Das müsste eigentlich auch den Goldpreis unterstützen. Und wir erinnern uns, es war eine Zeit lang doch so, dass sowohl die Aktienmärkte gestiegen sind, als auch gleichzeitig eben Gold gestiegen ist. Ist jetzt nicht mehr so. Jetzt hat Gold korrigiert, ist Gold nach unten gekommen und die Aktienmärkte steigen weiter. Heute der Nasdaq mit einem neuen Allzeithoch, nachdem vorher ja Dow Jones und S&P dieses schon erreicht hatten. Aber schauen wir uns mal an, was natürlich für Gold spricht on the long run. Das sind die Aktionen der Zentralbanken, hier die 10 wichtigsten. Hier mal die monatlichen QEs, die betrieben werden, also die Anleihekäufe, wie sie im Jahr 2021 erwartet werden, in Relation zunächst mal zur Bilanzsumme der jeweiligen Notenbank. Sehen wir hier Fed 1,7%, Bank of Canada 2,0, EZB 1,5%, Bank of Japan 0,4% und vor allem dann Australien, RBA, Royal Bank of Australia, 3,6% und die Neuseeländer sogar 3,8%, also immense Volumina, die in, jetzt im kommenden Jahr hier wieder gekauft werden. Und wenn wir das mal zum BIP des jeweiligen Landes oder des jeweiligen Währungsraumes sehen, da sehen wir hier fett 0,6% des BIPs. Monatlich wohlgemerkt, das ist jetzt nicht das ganze Jahr 2021, sondern monatlich. Wenn man das also mit mal 12 multipliziert, dann kommt man auf 7,2%.
des BIPs, was in einem Jahr durch die FED dann produziert wird. Wir sehen, bei der EZB ist es sogar 0,9% monatlich. Das sind also gewaltige Dinge, die da passieren, und normalerweise müsste das doch eigentlich perspektivisch dem Goldpreis helfen, aber derzeit will es keiner. Und das ist ja immer das Interessante eigentlich: wenn die Preise fallen, will keiner kaufen. Wenn die Preise permanent steigen, wollen sie alle kaufen. Das ist scheinbar ein menschliches Grundprinzip, und es wird jetzt auch mit der EZB so weitergehen. Sowohl FED als auch EZB haben ja im Dezember ihre Sitzung. Jetzt hat heute hier das italienische Mitglied in der EZB, Fabio Panetta, gesagt: Also passt auf, wir werden unsere Dinge, unsere Instrumente rekalibrieren. Das ist dieses typische Notenbankersprech. Das ist eine Art Kabbalistik, die da offenkundig der Fall ist. Also da wird etwas kommen, das ist jetzt schon klar angekündigt. Die Frage ist, was macht die FED? Es kommt ja kein Stimulus derzeit, was die US-Politik betrifft. Wird die FED da irgendwas tun? Man munkelt ja, da kommt eine sogenannte Operation Twist. Man verlängert also die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen, die man kauft. Das dürfte das nächste Ziel der US-Notenbank sein. Kommen wir nochmal zurück zum VIX, der ja gleichzeitig mit dem Gold abgestürzt war. Hier sehen wir, dass der VIX deutlich jetzt runtergekommen ist, aber wir sind immer noch auf einem vergleichsweise hohen Niveau angesichts der Tatsache, dass die Aktienmärkte in den USA auf einem Allzeithoch stehen. Der VIX ist ja ein künstlicher Index, den man an sich gar nicht handeln kann, sondern nur als Future. Dementsprechend ist die Berechnung eben so, dass praktisch da alle Preise, Optionspreise einfließen für Optionen auf S&P 500 Aktien. Wenn alle einen Absturz der Aktienmärkte fürchten, dann sind die Preise normalerweise hoch für diese Absicherungen. Wenn man zum Beispiel dann Puts kauft, wenn niemand einen Absturz fürchtet, sind die Preise niedrig. Jetzt sagt hier interessanterweise Michael Santoli von CNBC, und ich glaube, da hat er einen sehr, sehr guten Punkt, dass hier der hohe VIX dadurch bedingt ist ein Stück weit, dass wir ja einen wahnsinnigen Run auf Calls, auf Call-Optionen gesehen haben. Das heißt, auf steigende Aktien gewettet wurde anhand von Optionen. Jetzt müssen sich die Dealer, also die Broker, aber absichern, indem sie dann zum Beispiel den VIX shorten, wenn sie auf der einen Seite einen Call verkaufen. Also sie haben sozusagen das Bedürfnis nach Hedging, und das kann dazu geführt haben, dass jetzt der VIX eben so hoch war. Offenkundig wurde heute ein bisschen etwas vom Tisch genommen. Der VIX ist gefallen. Ist das hier jetzt der Auftakt einer weiteren Abwärtsbewegung oder das letzte Zucken sozusagen nach unten? Wir werden sehen. Wir haben insgesamt in den Aktienmärkten jetzt den größten 3-Wochen-Zufluss in der Geschichte in die globalen Aktienmärkte, damit höher als im Januar 2018. Erinnern wir uns, Januar 2018, da war gerade die Steuerreform in den USA überraschenderweise doch noch durch. Da hat Euphorie geherrscht, die Aktienmärkte auf ein Allzeithoch gestiegen, es ist wahnsinnig viel Geld in die Märkte geflossen, und bums, im Januar dann plötzlich der massive Absturz. Wir haben den largest inflow ever into emerging market debt, also in Kreditmärkte der emerging markets, und wir haben den zweitgrößten Inflow in Value-Aktien. Kein Wunder, nach dieser Vaccine-Hope, die ja seit Anfang November oder seit 9. November der Fall ist. Und das alles sichtbar im Fear and Greed Index, extreme Gier 91. Es kann noch bis 100 gehen. Es kann also noch weitergehen, natürlich, aber wir sind schon ein bisschen lofty, ein bisschen all-in, was die Märkte betrifft. Und jetzt müsste der S&P 500, wie hier Carl Quintanilla zeigt, auf 3.685 steigen, damit der S&P 500 seinen besten Monat ever hat. Der Nebenwerteindex Russell 2000 hat schon seinen besten Monat ever. Das gilt für viele Bereiche auch. Der Energiesektor dürfte seinen besten Monat ever haben. Also alles Superlative, die natürlich erstaunlich sind, die natürlich bemerkenswert sind. Vielleicht abschließend noch eine Meldung aus dem politischen Bereich hier. Hatte der Iran jetzt vorhin auch bestätigt, dass der Chef des Nuklearprogramms des Iran getötet wurde. Wer ist dafür zuständig? Üblicherweise ist der Mossad im Verdacht, also da tut sich scheinbar was. Da ist nochmal möglicherweise, solange Donald Trump jetzt noch Präsident ist, versuchen die Israelis hier nochmal ein paar Fakten zu schaffen und den Iran vom
Atomprogramm irgendwie abzuhalten, aber das sollte man im Auge behalten. Insgesamt also sehen wir die etwas widersprüchliche Situation. Der Dollar ist schwach, Gold fällt, auch Bitcoin erholt sich nicht wirklich heute. Also wir haben ein ungewöhnliches Setup, wir haben Aktienmärkte auf Allzeithoch, wir haben eine Euphorie, einen Wahnsinnszuflüsse in die Aktienmärkte. Wie weit kann dieser Move, kann diese Euphorie noch gehen? Das werden wir sehen. Ich denke, es ist nicht mehr weit hin, bis Gold dann eine Drehung macht, weil irgendetwas passiert, womit keiner rechnet. Keiner ist abgesichert. Die sind alle auf der Long-Seite unterwegs. Keiner will Gold haben. Und wenn es keiner haben will, dann sollte man langsam drüber nachdenken, es haben zu wollen. Ich wünsche jetzt ein wunderbares Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns am Montag wieder, meine Damen und Herren. Und sage Servus und Ciao.